hallo alle zusammen, liebe Gäste, liebe Besucher der Galerie 1, Galerie 1 Atelier in Nürnberg zu unserer Ausstellung. Drei Künstler, alle zusammen Sprain, Herbert Kretschmer, Clemens Rutke und mir, Dieter Riedel. Und ich selbst halte heute einen Vortrag für euch, wo es um die Geschichte der Spraykunst als eigenem Genre geht, die, was keiner richtig weiß, von der Steinzeit bis heute reicht. Ja, jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage, was ist denn überhaupt Spraykunst? Woher kommt der Begriff Spray? Ich selbst habe 1983 angefangen, mit der Spraydose zu malen und habe dann viele Jahre experimentiert und habe dann 2008, 2009 gemerkt, ich muss mal nachschauen, wo ich als Künstler, als klassischer Künstler, der von der Leinwand kommt und nicht von der Wand, wo der eigentlich mit seiner Kunst, mit der Spraydose steht, in der Kunstgeschichte verankert. Und so habe ich angefangen, mich des Themas anzunehmen und habe dann gemerkt, dass das eine riesen Blackbox ist, dass nur einzelne Facetten bekannt sind, dass die ganze Tragweite, Geschichte und Vielfalt in der Spraykunst bis heute gar nicht wirklich bekannt sind. Jetzt also die große Frage, was sind Sprays? Sprays sind, wenn man in der Chemie forscht, in der Chemie selbst nennt man Sprays die kleinsten Partikel von Farbe, die durch Zerstäubung entstehen. Und wie ich jetzt zerstäube, mit welchem Instrument ich zerstäube, ob ich mit der Spraydose arbeite, ob ich mit dem Airbrush arbeite, ob ich mit der Sprühpistole arbeite, ob ich mit der Spritzsiebtechnik arbeite, ob ich wie in der Steinzeit mit Knochen und Schilfrohren arbeite und meine Hand negative, meine Hand auf die Höhlenwand lege und meine die Silhouette meiner Hand absprühe, das ist nicht wirklich relevant. Das sind alles Zerstäubungstechniken und damit Spraykunst. Ja, wie gesagt, die Spraykunst reicht zurück bis in die Steinzeit. Sie geht bis ungefähr 40.000 vor Christus. In Höhlen in Europa, in Höhlen in Asien, hat man Handnegative gefunden. Man hat in diesen Höhlen das Equipment gefunden, das damals verwendet wurde. Man hat Knochenröhrchen gefunden von Vögeln, Schilfröhrchen gefunden. Und es gibt zwei Arten der Zerstäubung, der Möglichkeit der Zerstäubung. Das eine ist mit Düsen, mit sogenannten Pralldüsen. Wird die Farbe zerteilt in kleinste Partikel. Und das andere sind Verwirbelungsmöglichkeiten durch Beschleunigung von Farbe über einen engen Kanal verwirbeln dann die Farben hin zu kleinen Farbpartikeln. Und das ist was die Menschen damals in der Steinzeit gemacht haben, als Zeichen ihres Seins, als Zeichen vielleicht für die Ewigkeit sogar, als Zeichen, hier war ein Mensch, hier ist ein Mensch, die Hand auf die Höhlenwand aufgelegt, auf die nasse Höhlenwand, die Partikel, die man damals sich zerteilt hat, nehmen, in den Mund nehmen, mit Flüssigkeit, mit Blut oder Wasser verdünnt und dann über das Röhrchen die Hand abgebildet als negativ. So ist die Steinzeit damals ein wichtiges Ergebnis gewesen und die Spraykunst, also die Arbeit mit zerstäubten Farben, ist eine Urform menschlichen Ausdrucks. Neben dem, was sie damals gemacht haben, ob Kratztechnik, ob hingekratzt oder gemalt im Sinne von heute. Wichtiger Aspekt bei dem Ganzen, in der Reihenfolge möchte ich es auch gerne abhandeln, sind die Sprayinstrumente. Wann sind sie entstanden? Wer hat sie erfunden? Und wie gesagt, Knochenröhrchen, Schilfröhrchen ist klar. Spritzsiebtechnik war auch schon 18. bis 19. Jahrhundert ein Thema in Japan, zum Beispiel in Buntpapieren. Auch in europäischen Buntpapieren wurde mit der Spritzsiebtechnik gearbeitet. Und was auch vielleicht keiner richtig weiß, der Airbrush als solcher, als Luftpinsel, also in seiner wörtlichen Übersetzung, wurde 1878, 1880 so in der Ecke, gleichzeitig in England und in Amerika entwickelt, erfunden und seitdem eigentlich dann auch bald in der Kunst übernommen. Die Sprühpistole wurde in den 20er Jahren entwickelt zum Lackieren von Automobilen in Amerika, abgeleitet aus dem Airbrush heraus, in eine größere Dimension geführt, um
einfach schön monochrom, ohne Autos mit dem Pinsel bemalen zu müssen, schön lackieren zu können, wurde damals die Sprühpistole entwickelt. Und die Spraydose ist das jüngste Medium, wurde 1927 erfunden von einem an Erik Andreas Rothheim, hat damals in Deutschland ein Patent angemeldet, es war ein Norweger und der hat das Ganze selbst Sprühbüchse genannt. Gut, die Spraydose erfunden ist das eine bei der Spraydose, aber weil es ein sehr kompliziertes, komplexes technisches Instrument ist, wo verschiedenste Wissenschaften eine Rolle spielen, hat die Entwicklung der Spraydose, bis sie überhaupt in den serienreife Produktion gehen konnte, 30 Jahre gedauert. Bis Ende der 50er Jahre hat das gedauert, bis man dann zum ersten Mal in Amerika Spraydosen hatte, die zum Beispiel zum Grundieren von Automobilen, von Rostschäden, von Untergrundschutz und dann auch später Farben verwendet wurde. Und mit dieser Entwicklung in den 50er Jahren hat natürlich dann auch die Spraydose schon auf den ein oder anderen, wenn auch wenige Künstler, aber einen sehr großen Reiz gehabt. Weil es geht immer darum, in der Kunst auszubrechen aus dem Tradierten, wegzukommen von dem etablierten Pinsel, Stift, Spachtel, sondern zu sagen, da ist ein neues Medium und damit mache ich anti-elitäre, vielleicht revolutionäre Kunst. Jetzt gibt es verschiedene Entwicklungslinien in der Spraykunst. Zwei Entwicklungslinien sind ganz klar. Das sind die einen Künstler, die kommen von der Wand. Das sind die anderen Künstler, die kommen von der Leinwand. Die von der Wand kommen, nennt man heute Graffiti-Künstler, Street-Artisten, Muralisten. Und die vielleicht nicht von der Wand kommenden, die nenne ich Angehörige der sogenannten Spray-Moderne, der Spray-Avantgarde. So, um jetzt der ganzen Komplexität der Spraykunst gerecht zu werden, habe ich mich im Laufe der Jahre dazu entschieden, das Ganze in Entwicklungslinien aufzuteilen und zu betrachten. Und wichtige Entwicklungslinien, die ich identifiziert habe in der Spraykunst, ist einmal die angewandte Spraykunst, ist das Graffiti, ist die Street Art, es ist die Salotografie, darauf gehe ich nachher noch näher ein. Es ist das Mural, das Wandgemälde, das auch als solche eigene Entwicklungslinie gedacht werden kann. Und es ist die Spraymoderne, von klassischen Künstlern getragen, die mit weitwinklig zerstäubten Farben arbeiten. Und nicht zuletzt auch die hyperdetaillierte Spraykunst, wo es nicht mehr um das weitwinklige Zerstäuben von Farben geht, sondern um das engwinklige, um das haarfeine und den haarfeinen Sprühstrahl des Airbrush geht. Ja, abgesehen von der Arts and Craft Bewegung, die es Ende der 1900er Jahre gab, kam mit dem Art Deco in den angewandten Künsten Anfang der 1920er Jahre in Europa, speziell in Frankreich und England auch, aber wie gesagt speziell in Frankreich, kam es auf, dass Künstler ihre Plakate mit dem Airbrush gesprüht haben. Zum Beispiel Künstler wie Jean Calou, A.M. Cassandre oder Pierre Fix-Masson. Die haben ganz tolle Sachen damals gesprüht. Dann kam auf das Custom Painting als Beispiel. Das heißt, man hat im Kundenauftrag Autos besprüht. Später dann in den 90er, 70er, 60er Jahren noch vermehrt mit der Spraydose auch, mit dem Airbrush. Es kam auf natürlich von Anfang an die Möglichkeit, mit dem Airbrush weich zu zeichnen, Fotografien weich zu zeichnen. Das waren die allerersten Anwendungen des Airbrush, dass man ein fotorealistisches Schwarz-Weiß-Bild außen mit weißem Nebel noch ein bisschen malerischer gehalten hat. Es kam die Retusche der Fotografie auf. Stalin hat sich da mal zum Beispiel aus einer Fotografie aus den 30er Jahren, hat er sich rausgeschnitten, weil er nicht mehr mit dieser Person zusammen gesehen werden wollte auf dem Foto, weil er den nämlich weggesteckt hat in den Gulag. Also das waren so Sachen, das waren Anwendungsmöglichkeiten des Airbrush in der Frühphase. Es gab Spritzdekore,
eine ganz, ganz große Geschichte am Bauhaus in den 20er Jahren und das Art Deco zusammen in einer Symbiose haben dazu geführt, dass zum Beispiel auch Manufakturen entstanden sind, Porzellanmanufakturen, die das Geschirr mit Schablonen dekoriert haben und mit dem Airbrush abgebildet haben und quasi industriell produziert haben. Und eine Frau aus gutem Hause oder ein Mann aus gutem Hause, der hat nicht nur einfach ein weißes Porzellangeschirr gehabt oder Keramik, sondern da war ein Muster drauf, ein Dekor. Das war geairbrushed mit einer flexiblen Schablone. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Da wurde dann auch die geometrische Abstraktion vom Bauhaus überführt in Kontext des Art Deco in eine allen zugängliche Kunst. In den angewandten Künsten hat dann der Airbrush vor allem in den 60er, 70er Jahren ging es richtig los, einen riesen Höhenflug erlebt, in den 70ern speziell. Und viele Illustratoren von Geschichten, von Büchern, viele Schallplattencover sind mit dem Airbrush entstanden. Und das war dann viele Jahre lang ein Thema. Und das ist Customized Painting, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, kurz, das gehört auch dazu. Autos wurden fotoreal, hyperreal besprüht, fantastisch teilweise besprüht, mit Flammen, mit Totenköpfen etc. Und dann aber in den 80er Jahren, 90er Jahren ganz besonders mit dem Aufkommen des Computers, mit digitalen Fotobearbeitungsmöglichkeiten, Programmen, ist der Airbrush in den angewandten Künsten etwas in den Hintergrund gekommen und geraten. Und weil viele Künstler natürlich damals einfach aus praktischen Gründen den Airbrush verwendet haben, speziell um mit Unschärfen arbeiten zu können, um mit Transluzenzen arbeiten zu können und um mit schablonierten Bildmotiven arbeiten zu können. Als zweite wichtige Entwicklungslinie sehe ich die Hyper-Detailed Spray Art, also die hyperdetaillierte Spraykunst, die mit dem haarfeinen Sprühstrahl des Airbrush arbeitet. Da gibt es zum Beispiel als Vorläufer in den 1930er Jahren in Amerika die Pin-Up Girls, die damals gemalt wurden. Das waren Alberto Vargas und George Petty. Die haben ganz tolle Sachen gesprüht. Hübsche Frauen für die Soldaten im Krieg, als sogenannte Pin-Ups. Und später in den 60er Jahren kam dann der Fotorealismus auf. Künstler, die auf der Grundlage von Fotografien die Bilder aufgeblasen haben als Blow-Ups oder als Close-Ups in die nahen Sicht gegangen sind, die Leinwände gesprüht haben, die Jack Close sich selbst darstellen in 3x4 Meter Formaten, also in sehr monumentalen Formaten. Don Eddy, Audrey Flagg, John Salt, alles Fotorealisten, die damals in den USA und dann auch mit ihren Ausstellungen in Europa in der Kunstwelt für Furore gesorgt haben. Nicht zuletzt kam dann zum Beispiel Anfang der 70er Jahre auch der fantastische Realismus oder auch der Surrealismus oder auch ein bisschen so dieses Fantasy natürlich. Der Aspekt kam dann auch in die überdetaillierte Spraykunst rein. Und da gab es zum Beispiel H.R. Giger, vielen auch bekannt, der so ein bisschen düstere Werke gesprüht hat. Ja, viele dieser Fotorealisten damals haben natürlich nicht nur mit fotografischen Schärfen, sondern auch mit Unschärfen gearbeitet. Und da kam dann wieder die weitwinklige Zerstäubung von Farben als Mittel zum Einsatz. Oder auch um Glanzeffekte, hochglanzende Autolacke, chromfarbene, verchromte Schutzbleche. All das wurde natürlich mit dem Airbrush zum Leben erweckt, in einer optisch lebendigen Art und Weise. Die nächste Entwicklungslinie, die ich ermittelt habe und
die ich identifiziert habe, nennt sich Sadot-Grafia, benannt nach Ruben Hernández Sadot, der Anfang der 80er Jahre in Mexico City sich vor sein Haus gesetzt hat, Normalunterlage ausgebreitet hat und angefangen hat, vor Publikum Monde, Planeten, kosmische Gebilde zu sprühen und damit sein Geld zu verdienen. Das wurde dann in Mexico City zu einem richtigen Touristenmagneten, also in den touristischen Zentren Mexico Cities, in den Hafenstädten von Mexiko, an den Promenaden, kamen immer mehr Künstler, die sich das Wissen von Hernández dort angeeignet haben oder von anderen wichtigen frühen Schülern und dann für wenig Geld den Menschen eine große Freude gemacht haben. Jeder von uns kennt oder vielleicht viele von euch kennen genau diese kosmischen Bilder, die spraytechnisch hervorragend sind. Die Künstler haben wirklich Ahnung, die können mit Maskierungen, Schablonen freihändig tupfen, kratzen. Die machen die tollsten Sachen. Natürlich von der Motivwahl her selbst ein bisschen kitschig, würde man heute sagen. Aber als eigene Entwicklungslinie sehr wichtig. Und auch bis heute von vielen Künstlern zelebriert. Ja, die nächste Entwicklungslinie nennt sich Mural. Wandgemälde, ganz einfach. Und die ist entstanden mit dem Airbrush auch Anfang der 1920er Jahre, in den 1920er Jahren, durch den Revolutionär David Alvaro Siqueiros, der damals in Mexico City Bilder für die Arbeiterschaft gesprüht hat, für die Revolution in seinen Augen. Wurde weiterhin verfolgt, Murals als Thema, zum Beispiel dann auch vom Amerikaner Matt B. Moore, der die Sachen abstrakt gemalt hat. Wichtig ist, dass man nicht jeden, der auf einer Wand sprüht, oder sieht, dass sich nicht jeder, der auf einer Wand sprüht, als Graffiti-Künstler versteht, sondern dass sich viele einfach als Muralisten, als Wandmaler verstehen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Entwicklungslinie und das ist natürlich die Omnipräsente und mit der auch alle Menschen, die meisten Menschen, die Spraykunst verbinden. Das ist das Graffiti und dann auch in der Fortführung die Street Art. Das Graffiti selbst fing zum Beispiel mit dem Spruch Graffiti an, als politische Graffiti. In den 60er Jahren die Studentenbewegung, in Nicaragua in den 80er Jahren, im Freiheitskampf. Spruchgraffiti haben natürlich auch mit der Spraydose, mit der man schnell illegal arbeiten kann, die man schnell verpacken kann, die gut haftet, gut sichtbar ist, mit der man auch Texte ganz toll und ganz schnell illegal sprühen kann. Man muss ja als Freiheitskämpfer aufpassen, dass man nicht ertappt wird, sonst landet man im Gefängnis. Also das war wichtig, dass die Spraydose war dann ein gutes Instrument für Spruchgraffitis. Es gab dann auch künstlerische Spruchgraffiti, zum Beispiel Jean-Michel Basquiat hatte dann in den 70ern, in den Ende der 70er Jahre, seine Samo-Graffiti-Kampagne begonnen, als Beispiel. Dann gab es Strichgraffitis, Ende der 60er Jahre, erfunden durch Gérard Slotikaminien in Frankreich, mit seinen Ephemers, schnodderige, vergängliche, weil im öffentlichen Raum gesprühte, weibliche oder männliche Figuren. Es gab im Strichgraffiti natürlich Harald Nägeli, der Sprayer von Zürich, der Ende der 70er Jahre seine filigranen Strichgraffitis, seine filigranen weiblichen Figuren als Beispiel gesprüht hat. Und der dafür danach, als er erkannt wurde, ertappt wurde, nach Deutschland fliehen musste, der dann von uns in Deutschland Asyl bekommen hat erstmal und dann doch ausgeliefert wurde, wieder zurück in die Schweiz und dort dann 300.000 Schweizer Franken Schadensersatz und ein halbes Jahr Gefängnis über sich ergehen lassen musste. Und heute sind die Züricher froh, dass noch vier dieser Strichgraffitis noch erhalten sind, der Menschheit erhalten sind, zumindest in der Schweiz erhalten sind. Es gab Strichgraffitis auch einen Jörg Lohmann,
der Uhrenmännchen in Hildesheim in den 80er Jahren gesprüht hat. Ganz tolle Geschichten. Es gab dann das Punk-Graffiti. Es kennen auch nicht sehr viele. Es waren nicht die Hip-Hop-Leute, die Kids, die Hip-Hop-Freaks, die das Graffiti nach Europa gebracht haben. Es waren die Punks, die das Graffiti gelebt haben. Als anti-elitäre, revolutionäre Form, ob in der Figur oder in Texten wie No Future oder. Na, es waren die Punks, die das gemacht haben. Und es gab dann auch das Schablonen-Graffiti, ganz wichtiges Thema bis heute. In den 30er Jahren ist zum Beispiel Diktator in Spanien, Franco, hat von sich Schablonen-Graffitis anfertigen lassen. Agra Bleckleratt hat damals Ratten über die Hauswände von Paris gehen lassen. Mit ihm und vor ihm aber noch war ein Punk, und zwar Hugo Krackmann, der in den späten 70ern das besetzte Haus als Punkgebäude, als Galerie verwandelt, mit Schablonen, mit Zebra-Schablonen, zebraförmigen Schablonen gesprüht hat und dann später auch auf große Baufassaden, Bauholzfassaden gegangen ist. In Paris selbst hat Bleckleratt dann natürlich eine Riesenwelle ausgelöst. Es gab viele andere Künstler auch. Mystique, Serge Faurie, Nemo, Marie Rouffet. Alle die haben mit der Schablone gearbeitet im öffentlichen Raum und haben sich mit Jeff Aerosol zusammen der Schablone bedient. Und zwar, der große Vorteil der Schablone in der Spraykunst ist, sie ist wunderbar, die Spraydose ist im öffentlichen Raum wunderbar geeignet, um Schablonenmotive schnell abbilden zu können. Die Vorarbeit geschieht zu Hause, man schneidet sich eine Schablone, die kann so aufwendig sein, wie man möchte. Man kann sehr figurativ auch arbeiten, sehr aufwendig. Und man kann sie aber schnell anbringen. Und Schnelligkeit ist bei illegalen Graffitis und illegalen Sprayen immer elementar. Je schneller, umso besser, desto schneller bin ich wieder weg. Gut, und neben diesem Schablonen-Graffiti, dem bis heute viele Menschen angehören, und dem Punk-Graffiti, kommt es dann zum Hip-Hop-Graffiti. Und das Hip-Hop-Graffiti, manche sagen auch American-Graffiti, kommt aus den USA, aus New York. Da hat Taki 183, die 183 steht für die Hausnummer, Taki ist eine Abkürzung. Seine Signatur im öffentlichen Raum hinterlassen. Es gab Cornbread und es gab noch Julio, Cornbread in Philadelphia. Und so ist also über dieses seine eigene Signatur im öffentlichen Raum anbringen als Aufschrei. Es herrschte damals eine große soziale Verunsicherung in Amerika, große Armut. Und dieser Aufschrei war für die Menschen wichtig. Sie wollten sich selbst mit ihrem Namen im öffentlichen Raum präsentieren. Graffiti selbst sieht man, dass Graffitis von ihren Künstlern als Kunstform, aber auch als Sozialisationsform genutzt wurden oder für die eine Rolle gespielt haben, um sich eben in der Erwachsenenwelt zu emanzipieren. Auch beim Hip-Hop-Graffiti gibt es das große Thema zwischen Kunst und Vandalismus. Und die vielen heute noch gesprühten Signaturen, billige Tags, Typo-Styles, hat leider die ganze Spraykunst etwas in den Verruf gebracht. Die Schrift als eines, das sogenannte Style-Writing, Signaturen mit simplen Strichen, Wild Style, Semi-Wild Style, Bubble Style, Typo-Styles, Schriftzüge, aufwendiger Characters, die dann entstanden sind im Hip-Hop-Graffiti, figurative Elemente, die eingeflossen sind. All das hat natürlich schon zu einer Belebung geführt und auch dazu geführt, dass das Hip-Hop-Graffiti dann in die Welt geschwappt ist.
auch mit Spielfilmen wie Wild Beat Style und also da gab es ja verschiedene Filme. Und dass das Hip-Hop-Graffiti mit der Hip-Hop-Kultur, mit dem Verbreiten des Raps als elementarer Bestandteil der Subkultur dann auch bis heute für eine riesen Furore gesorgt hat. Es wird von vielen Leuten heute noch gemacht und viele davon sind auch professionell und sehr, sehr gut. Beispielsweise Lumit aus München macht heute noch tolle Typo-Styles. Aber diese billigen Characters, nicht mal die Characters, sondern die einfachen, simplen Style-Writings, das Geschmier auf neuen Hauswänden, das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Mit der Anfang dieses Jahrtausends aufkommenden Street Art als Bewegung, die zum Beispiel unter dem Motto steht, Reclaim the Streets, erober die Stadt zurück, oder Kampf gegen Triste et Gris, mischt euch ein in die Gestaltung eurer Lebensumwelt, eurer urbanen Umwelt. Und mit der Street Art, die dann eine Aufwertung erfahren hat, eine künstlerische Aufwertung erfahren hat, kamen auch immer mehr Künstler hinzu und das Graffiti hat sich jetzt mittlerweile, abgesehen jetzt vom Hip-Hop-Graffiti, das natürlich noch weiter existiert, weiterentwickelt und von immer mehr Menschen, auch Künstlern, bis heute gelebt wird. Und wichtigster Künstler, den kennt jeder von uns und euch, Banksy. Und Banksy macht aber auch im Prinzip nichts anderes als Black Lerat oder vielleicht auch Hugo Karkmann zuvor, wie die französischen Bruchweisten in den frühen 80ern. Er sprüht Schablonenwerke mit sehr viel Humor und in der Tradition des Punk auch sehr. Er kennt keine Grenzen, keine Konventionen und ist bis heute namentlich nicht bekannt. Das hat dazu geführt, dass er, wie viele von euch wissen, heute Millionen für seine Bilder erhält. Für Werke, die er eigentlich mal nur kurz nur an die Wand hinhält, einmal mit einer Schablone absprüht und danach auf die Leinwand projiziert. Das typische Problem dabei, Banksy, der eigentlich die Kunstwelt ablehnt und sich außerhalb von ihr bewegt, wird doch wieder hintenrum durch die Kunstwelt vereinnahmt und erzielt bei Auktionen dann für seine Werke Rekordpreise. Andere Künstler, die zum Beispiel in der Street Art arbeiten, sind die Norweger Pobel oder Dolk, die mit Schablonen arbeiten. Aber das ist nur ein Thema. Auch die Street Art ist genauso vielfältig wie das Graffiti selbst. Strich, mit Strichen gearbeitete Street Art, abstrakte Street Art, freihändig malerische Street Art, sowie das freihändig malerische Graffiti. Und die Zahl der Street Artisten heute ist unzählbar. Und wir sind aber auch mittlerweile auf dem Weg, dass die Street Art wirklich eine Anerkennung gefunden hat und dass viele Street Artisten heute, was ich schon gesagt habe, ein bisschen ein Problem haben. Sie wollen eigentlich außerhalb der Kunstwelt arbeiten, direkt für die Menschen ihre Kunst im öffentlichen Raum platzieren und werden doch von der Kunstwelt vereinnahmt und viele können dem nicht widerstehen. So, als letzte Entwicklungslinie, und das war eigentlich, ist eigentlich mein Schwerpunkt in der ganzen Analyse gewesen, sind klassische Künstler, die mit Sprays arbeiten, die mit weitwinklig zerstäubten Farben arbeiten. Klassische Künstler, die mit dem Unschärfepotenzial arbeiten, mit dem Transluzenzpotenzial, mit der Eignung der Spraydose oder der Spraytechnik zur Abbildung von Schablonen, mit der Eignung zur Abbildung von Objekten. Das heißt, man legt ein Objekt wie bei einem Fotogramm einfach auf ein Stück Papier auf. Sei das jetzt ein Perlenvorhang oder ein Taschentuch, es ist völlig egal. Man legt das auf, sprüht es einmal an, hebt das wieder ab und fertig ist das Werk. So, das steht quasi im Kontext des Fotogramms, diese Technik. Und als Sprays, als Lichtersatz. Und wenn man jetzt also diese Aspekte nimmt, dann kommt man dazu, dass man merkt, dass schon in den 20er Jahren Johannes Itten am Bauhaus in seiner Gestaltungslehre zwei Kontraste in seiner Kontrastlehre als hervorgehoben hat. Zum Beispiel neben den klassischen Kontrasten wie dünn und dick, eckig und rund, nah und fern,
hat er damals von Kontrasten gesprochen wie scharf und unscharf, Licht und Dicht. Und das ist der Punkt, warum eigentlich viele Künstler im Laufe der letzten Jahrzehnte seit Ende des 19. Jahrhunderts mit der Spraytechnik arbeiten. Was ist jetzt die Quintessenz? Was sind die bildnerischen Qualitäten? Was sind die Besonderheiten, die die Spraykunst von der klassischen Malerei unterscheiden? Und da hat Man Ray, der von 1917 bis 1919 mit dem Airbrush gesprüht hat, auch mit Schablonen gesprüht hat oder mit Dingen wie einem Schlüsselbund aus seinem Atelier, Künstleratelier, hat Man Ray einen wunderschönen Satz gesagt. When I discovered the airbrush, it was a revelation. It was wonderful to be able to paint a picture without touching the canvas. This was a pure cerebral activity. It was also like painting in 3D. To obtain the desired effects, you had to move the airbrush nearer or farther from the canvas. Bedeuten, dass er erkannt hat, dass das Besondere der Spraykunst der dreidimensionale Malprozess ist, dass man eben nicht wie mit dem Pinsel oder dem Stift oder dem Spachtel den Werkträger berührt, dass man ihn unberührt lässt, dass man dreidimensional arbeitet, dass kleinste Veränderungen im Tempo, in der Neigung, im Winkel, im Abstand sofort sich im Sprühbild bemerkbar machen und manifestieren. Und dass ihn das so fasziniert hat, dieses Medium so zu leben und so auszuprobieren. In den 1920er Jahren, 1919 wurde das Bauhaus gegründet und am Bauhaus haben sich einige Künstler gefunden, von denen heute keiner weiß oder nur wenige wissen, dass sie tatsächlich gesprüht haben. Paul Klee zum Beispiel hat seit 1922 eher noch am Anfang grobkörnig zerstäubt gesprüht mit dem Spritzsieb oder mit der Sprenkeltechnik. Vor allem mit der Sprenkeltechnik. 1928 hat er dann Kandinsky, Wassily Kandinsky am Bauhaus, in die Spritzsiebtechnik eingeführt. Und Kandinsky hat dann ganz tolle geometrische Auflagenbilder gemacht, geometrische Kunst gemacht, indem er Papiere auf den Werkträger gelegt hat, Quadrate, Dreiecke, und dann mit einer gewissen Entfernung durch die Spritzsiebtechnik abgebildet hat und so fein zerstäubt hat, dass man heute noch glaubt und dass ich geglaubt habe auch viele Jahre, dass das mit dem Airbrush geschehen ist. Aber das Museum Paul Klee in Bern, mit dem Direktor ich dann gesprochen habe, hat mir versichert, dass das die Spritzsiebtechnik war. Und im Fundus von Paul Klee, also seinem Vermächtnis, ist ein Spritzsieb und eine große Bürste enthalten. Am Bauhaus selbst haben dann über Klee und Kandinsky hinaus zum Beispiel auch Oskar Schlemmer gesprüht, im Dunstkreis Elisitzky, Moholy Notch und auch Hinak Schepas, der eine Wandschmalklasse hatte als Lehrmeister. Und er hatte eine große Sprühpistole. Da gibt es ein gesichert, gibt es Fotos darüber, dass am Bauhaus die Sprühpistole Thema war und auch eingesetzt wurde. In der Wandmalklasse zunächst, später auch in anderen Bereichen. In den 30er Jahren war es dann zum Beispiel Oskar Schlemmer und Franz Krause, die, als die Nazis die Macht übernommen hatten und dann deren Kunst als entartet diffamiert wurde, die dann bei einem Wuppertaler Lackfabrikanten Unterschlupf gefunden haben und dort an der Lackfabrik Versuchstafeln mit Lacken gemalt haben und auch zum Teil gesprüht haben. Max Bill war dann in den 30er Jahren ein Künstler, der in der konkreten, teils geometrischen, teils organischen Abstraktion mit seinen Skulpturen auch aktiv war. Und da gibt es auch ein gesichertes Foto, der mit einer Sprühpistole dann seine Skulptur ganz in Weiß verhüllt hat. Das ist quasi schon der Anfang des Minimalismus oder der minimalen Spraykunst, wo es nur darum geht, ein Objekt noch einmal zu kolorieren in einer möglichst perfekten
Art und Weise, weil kein Pinselstrich zu sehen ist, keine Farbrückstände da sind, keine Unebenheiten und Unregelmäßigkeiten. Also die ideale Eignung, was man in der Automobilindustrie gemacht hat, zur Kolorierung von Objekten mit der Sprühpistole. Neben diesen Künstlern hat noch Xanthi Schawinski als Schüler am Bauhaus, zum Beispiel unter Ludwig Hirschfeld-Mack, als Schüler am Bauhaus auch gesprüht. In den 40er Jahren, mit dem Krieg verständlicherweise, ließ das Hinzukommen neuer Künstler, die sich der Spraytechnik widmen, nach. Nach dem Krieg, in den 50er Jahren, war es dann zum Beispiel der Colorfield Painter mit seinen Zip-Paintings, Stripe- und Zip-Paintings, Barnett Newman, der manchmal tatsächlich auch seine Bilder mit dem Airbrush gesprüht hat. Hedda Sterne, Ende der 50er Jahre, die nach New York geflohen war aus Europa, hat dann tatsächlich das erste Mal mit der Spraydose gemalt. Teils figurativ anmutende, wenn auch etwas reduziertere Werke. Seinen ersten großen Schub hat dann tatsächlich in den 60er Jahren stattgefunden. Und zwar kam vieles zusammen. Es kam die Pop Art zusammen, es kam der Nouveau Realisme in Frankreich, in Paris insbesondere zusammen, die New School of Art kam, die Spraydose wurde langsam serienreif, auch in Farben erhältlich, auch in relativ guter Qualität erhältlich. Und das war eine Kulmination. Und im Kontext der Pop-Art, auch der Suche nach aus dem Alltäglichen entwendeten Malinstrumenten wie der Spraydose, die eigentlich der Kunst fern war, oder der Sprühpistole oder dem Airbrush, kam in der Pop-Art es dazu, dass eben sehr viele Künstler gesprayt haben. Und zwar ob Tom Wesselmann, ob Ed Rusher, ob Roy Lichtenstein, ob Andy Warhol, ob Klaas Oldenburg, sie haben gesprüht. In Paris war es dann Yves Klein, der in den 60er Jahren gesprüht hat, mit lebende Figuren vor Leinwände gestellt hat und als Schablone abgebildet hat. Yves Klein, der Blätter, Gläser genommen hat und mit seinen typisch blauen Farben, mit seinem Yves Klein-Blau abgesprüht hat und danach die Gläser weggenommen hat und das Bild war fertig. Neben Yves Klein gab es dann auch noch im Dunstkreis der Pop-Art, in der Parallelbewegung, im Novorealisme Künstler wie François Hanal, der Gegenstände, Taschen, Hosen, Shirts genommen hat, auf Papier gelegt hat und abgesprüht hat und zur Kunst erklärt hat. Es gab Niki de Saint-Phalle, die ganz berühmte Sachen gemacht hat. In ihren Schießbildern hat sie auf einer Holzplatte nicht nur Farbdosen, sondern auch Spraydosen montiert und dann durch Beschüsse zum Explodieren gebracht. Es gab damals also auch schon sehr experimentelle Kunstformen, die Niki de Saint-Phalle gelebt hat und vorgelebt hat. Es gab dann in Deutschland als Beispiel Sigmar Polke, der Ende der 60er Jahre, dann vor allem in den 70er Jahren, wunderbare Schablonen-Graffiti-Geschichten gemacht hat, also mit der figurativen Schablone gearbeitet hat. In den 60er Jahren kamen dann noch andere Künstler hinzu, zum Beispiel Ende der 60er Jahre Dan Christensen aus New York oder Jules Olitzky aus New York. Olitzky, der wie Mark Rothko Colorful Paintings gemalt hat, aber nicht auf der Geometrie basierend und verwischt, sondern organische, amorphe, vom Sprühnebel getragene Farbfelder zur Kunst erklärt hat. In Deutschland gab es dann in Düsseldorf die Künstlergruppe Zero, die Stunde Null, der Anbeginn der neuen Malerei in Europa, in Deutschland. Und da hat Heinz Mack, Günther Uecker und Otto Piene haben mit der Spraydose gearbeitet. Uecker zum Beispiel bei seinen Nagelbildern, um die Holzplatten anzusprühen oder die Nägel nachher noch ein bisschen anzusprühen. Und
Heinz Mack hat sehr viel dann auch mit Silberfarben gearbeitet, hat Jalousien oder Vorhänge verwendet und ins Abstrakte überführt mit silbernen Sprays. Und Pine hat nicht nur Rauchbilder gemacht, Feuerbilder, für die er heute bekannt ist, sondern hat auch ein bisschen mit der Spraydose gearbeitet. In den 70er Jahren war es dann relativ ruhig. Es gab einige Künstler, die dazugekommen sind. In den 80er Jahren waren es dann die jungen Wilden. Ende der 70er Jahre entstand der Punk. Aus dem Punk heraus das Punk-Graffiti auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Künstler, die sich als Punks entweder verstanden haben oder zumindest nahe dem Punk standen. Und viele dieser Künstler, die damals in Düsseldorf, in Köln zum Beispiel studiert haben, haben auch tatsächlich mit der Spraydose gearbeitet. Im Expressiven, im Neo-Expressiven. Und haben hässliche Bilder gemalt. Figurativ, hässlich. Als Beispiel Bömmels, Dokupil, Darm. In den 90er Jahren wurde es dann ein bisschen ruhiger, was neue hinzukommende Künstler und ihre Positionen anging. In diesem Jahrtausend speziell mit dem Aufkommen der Street Art, mit der zunehmenden Akzeptanz der Street Art in der Kunstwelt, mit der Weiterentwicklung der Spraydose. Mittlerweile werden 80% aller Spraydosen in Amerika nicht mehr an Graffiti-Künstler verkauft, sondern an Künstler. Die Lackqualität hat zugenommen. Es geht nicht mehr nur noch um Schnellsprühen. Haften muss es, dicht muss es sein, schnell muss es gehen, sondern jetzt kommt Qualität ins Spiel. Das Sprühbild muss passen, der Sprühnebel muss passen. Es gibt zwar immer noch Hersteller, die glauben, Sprühnebel ist schlecht, aber ich sage genau das Gegenteil. Sprühnebel ist, wenn die Dose ein bisschen Sprühnebel hat oder eben dazu neigt oder man nimmt sowieso entsprechende Caps dafür, Aufsätze. Also die Qualität in der Industrie, in der Produktion von Dosen hat so zugenommen, die Akzeptanz hat zugenommen und es drängen auch immer mehr Künstler von der Straße natürlich auf die Wand, auf die Leinwand, von der Wand auf die Leinwand. Wenn man das zusammennimmt, dann gibt es mittlerweile auf der Welt, ich habe jetzt alleine dieses Jahrtausend, ich denke so 200-300 gefunden, Künstler. Es gibt Tausende. Es gibt momentan, gehört die Spraydose bei jungen Künstlern, bei jungen Menschen, die jetzt gerade ihre Ausbildung machen oder als Künstler oder ihre Ausbildung genossen haben oder Künstler, die im Geiste zumindest jung geblieben sind, fangen an, mit der Spraydose zu arbeiten. Immer da, wo Unschärfen ins Spiel kommen sollen, wo lichte Momente ins Spiel kommen sollen, wo Farbchangierungen ins Spiel kommen sollen, wo weiche Farbübergänge, wo Lichtquellen, Lichtreflexionen wichtig sind. So kam es also, kommt es in diesem Jahrtausend zu einer Häufung, zu einer Emanzipierung, zu einer, man kann eigentlich sagen, Gleichberechtigung der Spraydose oder der Spraytechnik insgesamt. Und Künstlerinnen wie Katharina Krosse, wie Wendy White, wie Rosi Kaiser, wie Frauke Beek, wie Eberhard Kranemann, der auch schon Anfang der 80er Jahre gesprüht hat, Mitbegründer der Band Kraftwerk war und damals auch schon zum Beispiel einen Pflasterstein einfach mit den drei Grundfarben besprüht hat als Farbfelder und zur Kunst erklärt hat. Und die Liste lässt sich fortführen und wichtig ist zu sehen, die Spraydose, die Spraytechnik ist dabei, ein gleichberechtigtes Medium zu werden, das sich aus den Klauen und aus der Omnipräsenz und der negativen Verhaftung im Graffiti befreit. Und von den Künstlern natürlich in zunehmendem Maße dann auch akzeptiert wird und in Zukunft noch mehr akzeptiert werden wird. So, nachdem ich euch jetzt alle so lange und so viel erzählt habe über die Geschichte der Spraykunst, über die Steinzeit bis heute,
will ich noch ein bisschen was zu meinem Werk sagen. Ich unternehme eigentlich mit der Spraydose eine Reise durch die Geschichte der Moderne und sehe mir Epochen, Bewegungen, Stile an und Werkkonzepte an und versuche die mit der Spraydose als Medium zu interpretieren. Und ich arbeite natürlich, wie man jetzt zum Beispiel an diesen Werken sieht, mit Schablonen, wie im Schablonengraffiti, keine Frage. Allerdings sind diese Schablonen nicht wie sonst in der Street Art und im Graffiti üblich oder bei vielen Schablonenkünstlern heute noch üblich, komplett ausgesprüht, sondern nur am Rand entlang gesprüht, ganz zart gesprüht, damit Formen entstehen, die weder rein flächig noch plastisch sind, dafür aber schweben. Und diese organischen Bilder sind eine Hommage an Hans Arp, der in den 1910er Jahren als Dadaist in den Schrecken des Ersten Weltkrieges das Oval und daraus abgeleitete organische Formen zur Kunst erklärt hat. Später dann nach dem Krieg mit seinen Skulpturen weltberühmt wurde, mit seinen organisch-biomorphen Skulpturen, die ich überführe in eine zweidimensionale Bildsprache. Hier sieht man zum Beispiel meine Art der Strichfigur. A.R. Penck hat mit dem Pinsel in den 80er Jahren derbe Strichfiguren gemalt. Harald Nägeli, der Sprayer von Zürich, was ich vorhin erklärt habe, hat filigrane Strichfiguren gemalt. Die Strichfigur als Genre ist bei vielen nicht beliebt, aber sie ist bekannt und sie ist elementar wichtig. Und meine Figuren bestehen nur aus drei Strichen. Simpel angedeutet, die Arme, die Beine und der Rumpf. Und das noch starkfarbig und möglichst simpel. Starkfarbig deswegen, damit es eine Kindlichkeit bekommt und die kindliche Farbenfrohheit zur Geltung kommt. Und das kindlich Simple. Und eben wie Picasso versuche ich auch so wieder zu malen wie ein Kind in diesen Bildern. Hier ist noch ein schönes Werk, eines meiner neuesten Werke, 2022 gesprayt. Thema sind Dots. Dots, die in der Pop-Art, sowohl als Band-Aid-Dots, zum Beispiel von Roy Lichtenstein, oder als Polka-Dots, größere Kreise, verwendet wurden. Raster, Muster, die in der Pattern- and Decoration-Bewegung in den 80er Jahren, 70er Jahren, relevant war. Und ich habe hier Dinge verwendet aus dem Leben, aus dem Alltag, die ich als Auflagen mit ihren Rastern verwenden kann, um die dann zu schichten und daraus abstrakte, möglichst auch in die Tiefe weisende Werke zu sprayen. Schön ist an der ganzen Sache, dass ich hier nicht diesen Eierbecherhalter für den Kühlschrank mit 6 Löchern, wo 6 Eier reingehören, komplett ausgesprüht habe, sondern offen gelassen habe, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Abstraktheit zu geben und weniger Konkretion. Ja, jetzt kommt natürlich noch eine spannende Frage in meinem Schaffen auf. Und zwar bin ich ja ein Grüner der ersten Stunde. Anfang der 80er Jahre habe ich den Kriegsdienst verweigert, als die Mauer noch stand, als ich als Vaterlandsverräter gegolten habe. Ich habe damals mich eingesetzt für die Grünen, war einer der ersten der grünen Wähler Anfang der 80er Jahre. Damals gab es nur das Waldsterben oder das Fischsterben und wir haben schon gesagt, wir müssen was tun. Heute haben wir den Klimawandel. Entscheidend ist, diese grüne Einstellung hat bei mir dazu geführt, dass ich Objekte aus dem täglichen Leben, Dinge, die andere wegschmeißen oder Dinge, denen andere keine Bedeutung mehr irgendwann schenken, zur Kunst erkläre. Dass ich damit auch zeige, dass die Spraydose, die Spraylacke eine super Haftkraft haben und optimal auf den unterschiedlichsten Untergründen zur Geltung kommen können. Ich habe hier zum Beispiel, man sieht das so, was ist es, ein Objekt, hier nur in den drei Grundfarben und Weiß. Und es war mal eine Schale. Und durch dieses Umdrehen
Es ist zu einem Objekt geworden. Ich habe hier eine Styroporkugel für 1, 2 Euro sogar gekauft, gebe ich jetzt ehrlich zu. Nicht unbedingt Found Object, aber und habe etwas gemacht, weil ich weiß, dass der Lack sich in die Sprühkugel reinfrisst, in das Styropor. Bedeutet, der Lack wird zugleich malerisches, aber auch bildhauerisches Instrument. Der Spraydosenlack auf Nitrobasis und ich arbeite mit Lacken auf Nitrobasis. Natürlich auch hier die Krater muss man sich anschauen nochmal. Das geht so ein bisschen natürlich ins Kosmische hinein. Dann habe ich hier einfach mal ein Behälter, ein Behältnis aus billigstem Kunststoff, wo Kopfhörer drin waren. Mit den drei Grundfarben einfach nur kurz ein bisschen geometrische Areale angedeutet zur Kunst erklärt. Ich habe hier von meinen Kopfhörern fand ich diese Ausstanzung so wunderschön, dass ich mir gedacht habe, und dann hier diese geschwungene Linie für die Bügel der Kopfhörer, dass ich das zur Kunst erkläre. Und das kann man natürlich als Objekt so stehen lassen, könnte es auch an die Wand hängen, wenn man das mag, bleibt einem völlig selbst überlassen. Gilt übrigens auch dafür natürlich, oder hierfür, wenn einer das lieber so haben möchte, kann er das gern tun. Da sind der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Dann hier auch nochmal eine kleine Arbeit nur, eben auch auf Styropor, was der Styropor so alles schafft und machen kann. Was der Spraylack auf dem Styropor schafft und machen kann. Also der Styropor an sich verändert sich ja nicht, sondern man muss ihn schon mit mehr oder weniger viel Farbe bearbeiten. Das ist immer das Entscheidende beim Sprühen, kann man, abgesehen von Schablonen, und selbst dann, wenn man so arbeitet wie ich und sie nicht einfach nur aussprüht, sondern nur ansprüht, man kann das Ergebnis nicht 100% kontrollieren. Und man sollte es auch gar nicht unbedingt wollen und ich brauche es auch nicht. Ich gucke einfach, was passiert mit mir und dem Medium. Dieses Werk ist 2021 entstanden. Es ist ein Werk aus einer größeren Serie. Und in dieser Serie geht es um Oskar Schlemmer und seine Figuration und Abstraktion, Figur und Geometrie verbindenden Werke. In meiner Funktion als Historiker habe ich zu Hause ein Buch über Schablonengraffiti ausführlich studiert. Und da gab es in Aachen in den 80er Jahren einen Graffiti-Künstler, Schablon-Graffiti-Künstler, der genau diese weibliche Figur, diese Figuren mit schwarzem Spraylack und Schablonen gestaltet hat und abgebildet hat. Und ich habe mir gedacht, es ist genial, wie man eine Frau, eine stolze Frau mit langen Beinen, mit Brüsten, die sich andeuten, so einfach mit Dreiecken darstellen kann. Warum habe ich jetzt ausgerechnet so eine schäbige, alte Wellpappe genommen? Weil sie uns an ein Fresko erinnert. Nämlich an die Wand gemalt und eigentlich abgetragen hinterher. Mit Ecken und Kanten. Wird ja nie sauber, wenn man es rausnimmt. Aber der Nachwelt erhalten. Was ich noch zu sagen habe zu diesem Werk, das steht in der Tradition von Xanthi Schawinski, den ich vorhin schon erwähnt habe. Es war ein Schüler am Bauhaus. Und er hat in den 60er Jahren genau das gemacht, was ich jetzt hier mache. Er hat Papier zerknüllt. Also entgegen jeder Konvention zerknülltes Papier. Und hat dann mit der Spraydose das zum Leben erweckt. Mit der Spraytechnik. Wichtig an dem Werk ist die technische Entstehung. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verraten soll oder nicht. Ich tue es jetzt mal. Diese Knitter kommen nur dann mit der Spraydose wirklich plastisch heraus und wirken noch mal viel stärker ins Dreidimensionale und geben dem Ganzen noch viel mehr Aura und Kraft,
wenn man ganz leicht den Sprühnebel nur von der Seite sprüht. Das bedeutet, man sprüht so über die Kante, an die Kante kommt die Farbe und hinter der Kante, wo es wieder bergab geht, kommt keine Farbe. Und so gelingt es mit der Spraytechnik mit zwei Farben so eine Wirkung zu erzielen. Hier sehen wir jetzt auch was Spannendes, das ist aus dem Jahr 2020 entstanden und hier geht es um den neoexpressiven abstrakten Malstil, um die neoexpressive Expression, Abstraktion. Man sieht hier im Kontext des Punk, ich bin ja im Herzen ein Punk, ich halte mich eigentlich an keine Konvention. Ich mache, was mir gefällt, wozu ich Bock habe, wozu ich Lust habe. Ob es anderen gefällt, ist mir eigentlich auch mal ziemlich egal. Und das war Punk. Und die Kunst ist vielleicht auch mit, man weiß es in Diktaturen, eine der letzten Oasen gelebter Freiheit, wenigstens künstlerisch gelebter, wenn man im nicht ganz gegenständlich aggressiven bleibt. Sie erlaubt einem, Freiheit zu demonstrieren und zu leben. Und hier geht es darum, herb, derb, spröde, simpel, tropfend, aggressiv, ugly zu sein und trotzdem am Ende ein Werk zu haben, das farblich anspricht, das Lebendigkeit, Vielfalt im Leben, Kraft ausstrahlt und unsere Kraft ausstrahlen soll, sich gegen das konventionelle, tradierte, etablierte, von alten Männern und alten Frauen regierte, geprägte Leben einzulassen. Und man muss seinen eigenen Weg gehen und koste er, was es wolle. Nach all diesen Ausführungen möchte ich euch einladen, wer mehr wissen möchte zur Geschichte der Spraykunst. Ich konnte es hier nur anreißen. Speziell, was in diesem Jahrtausend an Vielfalt entsteht, lässt sich in einem eigenen Vortrag über Stunden erzählen. Jedes Thema ist für sich schon Doktorarbeit wert. Wer nachlesen möchte, ich habe die Stiftung für moderne Spraykunst gegründet, die Modern Spray Art Foundation. Ich habe im Besitz 200-300 Werke, die noch nicht alle auf der Homepage sind. Wer genauer nachlesen möchte zur Geschichte der Instrumente, der Entwicklungslinien, der neuesten Künstler, kann das tun. www.modernsprayartfoundation.net. Wer über mein künstlerisches Werk mehr wissen möchte, auch dort findet er den theoretischen Teil, aber auch mit meinen historischen Bezugnahmen in meinem speziellen Werk, kann das gerne tun unter dietartriedel.de. Und ich hoffe und wünsche, wir sehen uns bald wieder in einer meiner Ausstellungen oder einer meiner Workshops, die ich gerne mache und auch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mache und in denen ich auch keinen Unterschied kenne zwischen dem Werk eines Kindes und eines Erwachsenen. Es muss nur gut sein.